Ein Mann auf den Spuren seiner Vergangenheit. Gerd Schramm war 15 Jahre alt, als er 1944 ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht wurde. Er war einer der jüngsten Häftlinge und einer der wenigen Schwarzen. Block Nummer 42 war seine Baracke. Das war hier der Eingang zum Block der unteren beiden Flügel. Das war ja ein zweigeschossiger Block. Wenn Sie hier reinkamen, hier war Waschraum, Toilette. Links war der A-Flügel, rechts der B-Flügel. Dann ging außen Treppen hoch. Oben war noch mal so ein Podest. Und da war oben dann auf der linken Seite der C-Flügel und auf der rechten Seite der D-Flügel. Hier ging die Tür vom Aufenthaltsraum in den Schlafraum. Da sieht man ja hier noch die Schwelle. Und mein Bett hat ungefähr hier gestanden. Hier war die erste Reihe Betten, zweite Reihe, dritte, vierte und dann so rüber dreistöckige Betten. Dem 15-jährigen Jungen blieb nichts erspart. Er erlebte die Hölle von Buchenwald. Um ihn herum nichts als Trostlosigkeit, Folter und Tod. Was hat man Ihnen denn gesagt, warum Sie eingesperrt waren? Nach dem Reichsrassengesetz. Gerd Schramm ist nur einer von vielen Schwarzen in Deutschland, denen die Rassenideologie der Nationalsozialisten zum Verhängnis wird. Auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 1934 schwört Adolf Hitler die Massen auf seine völkischen Vorstellungen ein. Nur Arier haben das Recht, Deutsche zu sein. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Ihr könnt nicht anders sein als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Wen der Diktator aus dem Volk ausgrenzen will, wird bereits 1935 in den Nürnberger Gesetzen zementiert. Nach dem Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre werden Ehen mit Juden und Schwarzen verboten. Schwarze Deutsche verlieren ihre Bürgerrechte. Eines der Opfer ist der gebürtige Thüringer Gerd Schramm. Die Akten, die seine Haft im Konzentrationslager besiegeln, liegen im Staatsarchiv im Gothaer Schloss. Der Sohn eines schwarzen Amerikaners und einer deutschen Mutter will endlich wissen, wie es dazu kam, dass er in die Fänge der Gestapo geriet. Es sind keine schönen Erinnerungen, die durch die Akten wieder wach werden. Gerd Schramm wächst bei seiner Großmutter in Witterda in der Nähe von Erfurt auf. Doch mit dem Beginn der Nazi-Ära wird das Leben in der Kleinstadt für den Jungen zur Tortur. Ich hatte das große Pech, dass ich eben so einen Nazi-Banditen als Klassenlehrer haben musste. Ich war Ortsgruppenleiter von der NSDAP dort in dem Ort. Man hat eben gleich von vornherein gemerkt, weil dass er eben gegen mich eingestellt war. Ich habe ihm nicht richtig gemacht. Und wenn ich Schularbeiten richtig hatte, waren sie trotzdem nicht richtig. Er hat überall was dran gefunden. Und überall hat er mich so hingestellt, ich war eben das negative Beispiel für die anderen. Ich bin schon mal 2-3 Tage um die Schule rumgegangen, weil es mir wirklich angewidert hat, bei den Menschen überhaupt noch hinzugehen. Der Lehrer schwärzt den Schüler beim Jugendamt an. Gerd Schramm sei ein gewohnheitsmäßiger Schulschwänzer und Drückeberger. Um die Klassengemeinschaft vor seinem Einfluss zu schützen, sei die Einweisung in ein Erziehungsheim geboten. Das Jugendamt lehnt ab, doch die Denunziation bleibt nicht ohne Folgen. Einmal aktenkundig bleibt Schramm in den Mühlen der Nazi-Behörden. Dann wollte ich Autoschlosser lernen, das durfte ich nicht. Ich war nicht arisch und durfte nicht lernen. Ich durfte als Jungarbeiter arbeiten. In der Autoschlosserei als Jungarbeiter, aber nicht als Lehrling.
Ohne besonderen Grund wird Schramm im Mai 1943 verhaftet. Da ist er noch ein halbes Kind. Was folgt, ist eine einjährige Odyssee durch verschiedene Gefängnisse der geheimen Staatspolizei, ohne gesetzlichen Beistand und ohne Gerichtsverfahren. Ja, dann musste ich wieder zur Gestapo, zu einem Vernehmer, der hat sich Vernehmer geschimpft. Er hat mir so ein rotes Blatt Papier hingeschmissen und hat gesagt, unterschreibe. Dann stand drauf Schutzhaftbefehl. Nach dem Reichsrassengesetz ist den Paragraph, kann ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen. Schutzhaft auf unbestimmte Zeit, nicht unter 15 Jahren. Und das war's. Am nächsten Morgen findet sich der 15-jährige Junge in einem Eisenbahnwaggon wieder. Es ist ein Transport ins Konzentrationslager. Gerd Schramm weiß nicht, wie ihm geschieht, als er mit 50 weiteren Gefangenen auf die Rampe getrieben wird. Erstmal standen links und rechts SS-Männer mit Knüppeln und da gab es schon die erste Abreibung aus dem Waggon raus. Naja, und dann, was empfinden sie in dem Moment? Erstmal gar nicht. Sind sie schockiert, wissen sie gar nicht mehr, was gehauen und gestochen ist. Mein beider Gestapo hat so einen Tritt in den Arsch gegeben und mal ein paar Backpfeifen, aber so wie hier mit dem Gebrülle. Die haben ja geschrien wie die Tiere und dann Hunde mit bei. Die Hunde haben sich heiser gebellt. Naja, können Sie sich ja vorstellen, was man da für ein Gefühl hat. Die SS-Männer prügeln Gerd Schramm zur Arbeit in den Steinbruch. Für sie ist der Schwarze nichts als eine Nummer, die sie früher oder später von der Liste streichen werden. Doch der Junge hat Glück. Die innere Lagerleitung teilt ihn der Werkzeugausgabe zu. Für Schramm die Rettung. Schon alleine wegen der Hautfarbe, weil ich ja überall aufgefallen bin. Das gleiche wie in einer Schar spatzenden weißer Sperlingenpflicht. Das müssen Sie mir erklären. Was? Warum Sie dadurch besonders gefährdet waren. Na, weil ich als Erster immer aufgefallen bin. Gibt's noch nichts zu erklären. Was heißt denn das im Häftlingsalltag, wenn man auffällt? Naja, na, was heißt das? Es kommt immer darauf an, was der jeweilige SS-Mann, dem er aufgefallen ist, für eine Laune hatte. Hat er gute Laune, ist er weitergegangen, hat er gar nicht gemacht. Hatte schlechte Laune, naja, dann gab es eine Tracht prügeln und das konnte so weit gehen, dass sie im Revier gelandet sind oder im Krematorium. Gerd Schramm überlebt. Am 11. April 1945 ist er dabei, als das Konzentrationslager Buchenwald befreit wird. Doch hunderte andere schwarze KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene sterben hinter dem Stacheldraht der Nazi-Lager. Und dabei hatte nach dem Ersten Weltkrieg alles so hoffnungsvoll angefangen. Schwarze Musik, schwarze Tänze, Schwarze als Schönheitsideal. Das Berlin der 20er Jahre hob Schwarze geradezu aufs Podest. Die Frauen wollten aussehen wie Josephine Baker. Sie wurde zum Idol einer Epoche. Schwarz sein war schick. Schwarze symbolisierten Vitalität und Fortschritt. Schwarze waren die Publikumsmagneten in einer Metropole, die außer Rand und Band geraten schien. Als Ringer, Boxer oder Artisten konnten Einwanderer aus den ehemaligen deutschen Kolonien und Amerika Karriere machen. Als die Nazis an die Macht kommen, werden die Schwarzen in Deutschland vom Vorbild zum Zerrbild. Adolf Hitler will den negerischen Bacillus, wie er es nennt, ausmerzen. Es ist der Beginn einer rücksichtslosen Verfolgung. Schwarze werden vermessen und erfasst, fotografiert und ausgegrenzt. Rasselehrbücher werden verfasst. Deutsche Schulkinder sollen die Schwarzen als Untermenschen begreifen. Zitat: Die Neger- und Mongolennasen sind plump, hässlich, plattgedrückt, wie bei den Affen, mehr breit als hoch. Es sind Stumpfnasen, in die es regnet. Zitat Ende. Die Nazis entwerfen Horrorszenarien von der Vermischung der Rassen. Sexuelle Kontakte können die Todesstrafe nach sich ziehen. Selbst Freundschaften zu Schwarzen werden missbilligt. In diesem Klima der Angst wächst in Chemnitz ein kleines Mädchen auf. Sie ist die Tochter einer Deutschen und eines Liberianers. Ihr Name? Gupa Voss.
Ihr Vater war als Seemann nach Hamburg gekommen und hatte in der Völkerschau von Karl Hagenbeck Arbeit gefunden. Als die Truppe durch Sachsen reist, brennt der Buchhalter mit der Kasse durch. Der afrikanische Matrose ist in Chemnitz gestrandet und geht auf Brautschau. Meine Mutter, die war in erster Linie Hausfrau. Mein Vater wollte nicht, dass sie arbeitet. Er sagte immer, er verdient genug Geld. Das war ja auch zu Anfang so. Und später, ja, da sie nicht verheiratet waren, wurde das so ausgelegt, dass er sie aushält. Und es kriegte dann so, ja, na, es wurde so hingestellt wie Prostitution. Die Eltern versuchen zu heiraten. Doch inzwischen sind die Nürnberger Gesetze in Kraft. Die nationalsozialistischen Behörden sehen in dem Liebespaar eine kriminelle Vereinigung, die es zu überwachen gilt. Sie kam durch die Gaststätte nach oben. Und dann haben sie immer überprüft, wie bei uns gelebt wird. Wie wir schlafen und. Dann wurden die Zimmer umgeändert. Mein Vater, der kriegte das Kinderzimmer und wir Kinder, wir mussten mit ins Elternschlafzimmer. 1939 wird Gupas Mutter denunziert. Ihr einziges Vergehen, dass sie mit dem Vater ihrer Kinder zusammenlebt. Für die Nazis ist das Grund genug, sie für unbestimmte Zeit in ein Arbeitslager zu sperren. Sie wurde nicht abgeholt. Sie kriegte den Bescheid, dass sie den und den da und da zu sein hat. Und da hat sie den Koffer gepackt und ist zur Bahn und weggefahren. Als sie wegging, dann war ich 9 Jahre. Und als sie wiederkam, wurde ich 15. Sie war mir sehr fremd. Aus dem kleinen Mädchen ist eine junge Frau geworden. Sie gerät mit der Mutter aneinander. So sehr, dass die eines Tages die Koffer packt und geht. Da war sie schon um die Ecke gelaufen. Da ging es dann Richtung Bahnhof und da bin ich ihr dann erst nachgelaufen. Und den habe ich eigentlich erst begriffen, was wir ihr antun. Ich meine, es war ja nicht ihre Schuld. Aber man sucht sich halt einen Schuldigen. Und sie ist gegangen und war nicht da. Sie ist mit dem Koffer weg und kam nie wieder. Da denkt man schon, warum? Sie hätte ja können wiederkommen, ne? Zirkus bedeutet immer noch die Welt für ein ungewöhnliches Paar von Vollblutartisten, die sich bereits während des Krieges kennengelernt haben. Margot Cheng, der Tsai, und ihr Mann Charlie Burkett. Charlies Großvater stammt aus Barbados. Er wurde zum Gründervater einer Zirkusdynastie, die mit waghalsigen Trapeznummern von sich reden machte. Charlie kann kaum laufen, da ist er schon eine Zirkusnummer. Der jüngste Luftakrobat, eine Attraktion, mit der Zirkus sogar noch zu Beginn der Nazizeit wirbt. In der abgeschiedenen Welt des Zirkus scheint die Hautfarbe zunächst keine Rolle zu spielen. Diskriminiert fühlt sich Charlie nicht. Zirkusvolk ist in jedem Land ein Volk für sich. Und das war auch damals in Deutschland, also während dem Krieg, also ja, da war das genauso. Im Gegenteil, wenn wir Zirkusjungs, da war noch ein Junge vom Zirkus, und meine Wenigkeit, wenn wir in die Schule kamen, ja, wir mussten ja immer so ein Buch haben, wurde immer eingestempelt, von dem Tag bis den Tag sind sie in die Schule. Ah, die Jungs vom Zirkus, da wurde auf die Hautfarbe wurde überhaupt gar nicht reflektiert, oder wie man das sagt. Ne?
Doch 1941 verschärft sich die Situation auch für die Burkettes. Der Vater wird eingezogen. Immerhin kann er noch erreichen, dass ein Auftrittsverbot für Charlie und seine Mutter zurückgestellt wird. Andere Mitglieder der Familie dürfen nicht mehr in die Manege. Die Reichsfachschaft Artistik will verhindern, dass das Publikum schwarzen Akrobaten zujubelt. Doch immer noch ist das Zirkusdach ein Schutzzelt, das die Familie vor Verfolgung bewahrt. Wir waren ja 2 Tage, 3 Tage. Wenn wir lange waren, mal 14 Tage, das war dann schon lange. Oder im Winterengagement einen Monat. Ja. Aber sonst sind wir ja immer unterwegs gewesen. Ja. Wenn ich dran denke, in Dresden oder Weihnachtsmarkt, da war ein Dunkler, der verkaufte immer Maronen, heiße Maronen. Ja. Ja. 39 war der da, 40 war der da, 42 war der auf einmal plötzlich verschwunden. Keiner wusste, wo es war. Er wäre nicht der einzige Schwarze, der in der Nazizeit spurlos verschwindet. Das Familienfoto ist eins der wenigen Erinnerungsstücke, die Theo Michael noch von seinen Eltern besitzt. Der Vater ist Kameruner. Er arbeitet in Babelsberg als Statist beim Film. Den Beginn der Nazi-Ära erlebt auch diese Familie als tiefen Einschnitt. Die ganze Klasse ging geschlossen ins Jungvolk. Dann wohnten die einen in Karlshaus, die anderen in Mahlsdorf, die anderen in Bliesdorf, die anderen in Wohlheide. Und wo gehst du denn hin zur AJ? Ja, also ich gehe nirgends hin. Mensch, spinnst du? Komm mit zu uns. Wo wohnst du? Karlshaus. Komm, ich wohne auch in Karlshaus. Komm mit. Wir gehen da zum Jungvolk. Also sind wir zum Jungvolk gegangen. Und der nimmt mich also mit eines Tages, kommen dorthin. Und entgeisterte Blicke. Der darf da bleiben, ich werde nach Hause geschickt. Es war natürlich ein Schock. Ich wusste von diesem Augenblick an, dass ich irgendwo ausgegrenzt bin. Es sind nicht nur Geländespiele und Schulungsabende, auf die der Junge verzichten muss. Die deutsche Volksgemeinschaft verstößt ihn auch vom Gymnasium. Doch es kommt schlimmer. Mutter und Vater sterben früh. Theo und seine 4 Jahre ältere Schwester Juliana werden zu Pflegeeltern gegeben. Es sind Zirkusleute, die mit den Kindern Geld verdienen wollen. Sie stellen Theo und Juliana als Exoten zur Schau. Danach kam dann diese Ausstellung, diese Völkerschauen. Und das war furchtbar. Eine Völkerschau damals war so, dass bestimmte Leute sich Afrikaner holten, die damals schon in Deutschland waren. Die wurden dann afrikanisch eingekleidet oder so pseudo-afrikanisch eingekleidet. Und dann Trommeln und irgendein Gesang, den hatte man sich ausgedacht oder sie haben das von sich mitgebracht, nicht? In Arabisch oder in irgendeiner afrikanischen Sprache. Und ja, und dann wurde da mitgemacht. Juliana fühlte sich mehr als ausgenutzt. Als minderwertig betrachtet, wissen Sie? Als Leute, die man so anschaut wie Affen, wie man in einen Zoo geht und die Tiere so anschaut. Und so fühlte ich mich. Was kann ein 10-jähriges Kind, das zur aus Gnade und Barmherzigkeit aufgenommen wird, was kann das viel sagen? Es macht das, was ihm befohlen wird. Und gerade im Zirkus und gerade in der Völkerschau. 4 Jahre dauert die Tortur bei der Völkerschau. Dann hält es das junge Mädchen nicht länger aus. Sie nimmt eine Stelle an bei einem Zirkus in Frankreich. Theo sollte auch mit, aber das haben die Leute nicht zugelassen. Die haben gesagt, er wäre noch zu jung und so weiter und so fort. Und die Fürsorgerin hat da auch mitgemacht, sodass ich dann alleine
gefahren bin. Das war eigentlich das, was mich am meisten bedrückt hat. Völlig allein auf der Welt zu sein. Ich hatte keinen Menschen mehr. Juliana bleibt während des Krieges in Frankreich. Sie wird eine berühmte Tigerdompteurin. Ein Leben mit Raubtieren in der Fremde ist für sie sicherer als das Leben in Nazi-Deutschland. Ein unerträglicher Druck lastet auf dem neuen Deutschland. Aus dem Waffenstillstand erwächst das Diktat von Versailles mit seinen unerfüllbaren Forderungen und entsetzlichen Folgen. Die Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg durch französische, englische und amerikanische Truppen empfinden viele Deutsche als Schmach. Diese Grundstimmung machen sich die Nationalsozialisten für ihre Propaganda zunutze. Sie bauen ein Hassobjekt auf. Schwarze Besatzer, die deutsche Frauen und Mädchen vergewaltigen. Nach der Machtergreifung beginnen die nationalsozialistischen Behörden, die Abkömmlinge schwarzer Väter im Rheinland systematisch zu erfassen und als Rheinland-Bastarde zu diffamieren. Die Kinder sollen sterilisiert werden. In ihrem Rassenwahn wollen die Nazis so die Vermischung von Fremdem mit arischem Blut verhindern. Hans Hauck ist der über alles geliebte Sohn einer Verkäuferin aus dem Saarland. Seine Abstammung ist zu Hause ein Tabuthema. Darum ahnt er zunächst nicht, dass sein Vater ein französischer Besatzungssoldat war. Wenn Kinder spielen, spielen die nach dem Ersten Weltkrieg Krieg. So, Krieg gespielt. Und alle Kinder, keiner wollte doch Franzose sein. Natürlich ich auch nicht. Da waren irgendeiner der Schwächsten, die mussten dann die Franzosen sein. Die behütete Kindheit ist schnell zu Ende. Als die Mutter stirbt, wächst der kleine Junge bei den Großeltern auf. Ein Onkel denunziert Hans Hauck bei den Behörden. Aus dem geliebten Kind ist für die Nationalsozialisten ein Rheinland-Bastard geworden, eine Gefahr für das arische Blut. Im Juni 1937 kommt ein Brief. Hans Hauck soll sich umgehend in einem Krankenhaus in Saarbrücken einfinden. Als ich dorthin kam, waren dort mindestens 30 Kinder. Und ich brauchte mich nur umzusehen. Da waren welche dabei, denen man es auf Kilometer weit ansah, dass sie nicht arisch waren, um mal diesen komischen Ausdruck zu gebrauchen. Und da habe ich gewusst, was los ist. Jetzt habe ich nur Angst gehabt, sie würden uns umbringen. Die Mädchen kamen zuerst dran und weil man uns zu essen gegeben hat, hat mein Vorgänger den ganzen OP-Saal vollgekotzt. Und das hat mir nachher der Professor erzählt und hat dann vorgeschlagen, die Lokalanästhesie. Die Uhr hat über mir gehangen, der Schweiß hat mir auf der Stirn gestanden. Und dann war plötzlich alles fertig und hat nicht so wehgetan, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hat er gesagt, du bist ein tapferer Kerl. Und da hat mir jeder von den beiden Ärzten eine Flasche Bier gestiftet. Der Junge wird zum Schweigen vergattert. Niemand darf von der Operation erfahren, auch nicht die Kollegen im Betrieb. Als der Krieg kommt, wird Hans Hauck Soldat. In Frankreich riskiert er sein Leben für Nazi-Deutschland. Die Ortschaft Zessebe steht mitten in der Lüneburger Heide. Der Bahnhof ist nichts als Kulisse. Schwarze Statisten sorgen für Lokalkolorit. Einer von ihnen ist der damals 20-jährige Mangan Gando. Seine Frau und er sehen den Film Kongo Express zum ersten Mal wieder, seit über 60 Jahren. Das ist er. Mangan Gando ist gebürtiger Hannoveraner. Afrika kennt er nur vom Hörensagen. Wir haben ja selbst gestaunt in der damaligen Zeit, dass es so etwas Modernes gibt mit den Palmbäumen und das ganze Aufbau. Also man glaubte, man war wirklich in Afrika. Die Illusion ist Programm, denn die